Hallo, meine Lieben, hier ist wieder die Iris von Unique by Iris. Ich war schon lange nicht mehr hier, weil ich krank war, weil mein linker Arm, sich nicht mehr bewegen konnte. Also, ich bin immer noch ein bisschen angeschlagen, aber das Licht habe ich vergessen. Ich hoffe, ihr seht mich gut. Ich bin immer noch ein bisschen angeschlagen, aber es geht jetzt wieder. So, ich hoffe, ihr seht mich gut und ich bin beleuchtet. Heute wollte ich euch das neue Monatsangebot vom Oktober vorstellen, das Triple Sizzle. Ich weiß nicht so genau, was das heißt, irgendwie drei Verbrezelungen oder was. Ist jetzt ein Witz, aber ich habe nachguckt, man hat es nicht so richtig gefunden. Also, das zeige ich euch jetzt und dann schminken wir uns natürlich. Komische Zeit, mittags um 12 zum Schminken, aber ich gehe heute in kranke Gymnastik und dann denke ich, ist das ganz gut und jetzt habe ich meine Ruhe. Mein Sohn ist in der Schule, hat Nachmittagsschule, der Mann im Geschäft. Hier ist alles ruhig, niemand stört. Also, toll, verkehrt rum. Das ist die Tasche, die kostet praktisch gar nichts. Ihr spart 30%. Da ist dabei. Ich habe mir bestellt eine BB-Creme in Biske, das ist meine Farbe und weil ihr schon angefangen habt, nehmen wir die heute und die tun wir weg. Ein Dip and Draw Eyeliner, das habe ich in Blau gehabt und in Silber vom Defend Innocence Angebot. So sieht er aus, der ist jetzt in Schwarz, aber ich glaube, wir werden heute Blau benutzen. Der ist in Schwarz, also das ist dabei. Und ein Splash. Ich habe die neue Farbe Sunny genommen. Gefällt mir total gut. Schöner Roséton. So, die Tasche, da wollte ich euch nochmal. Ich bin richtig total begeistert von der Tasche und ich weiß nicht, ob jemand von mir Urlaubsbilder gesehen hat. Ich habe mir mal eine Kollektion gekauft und da war dieses, was sagt man da, Umhängekette dabei. Und das ist die Tasche von einem anderen Angebot. Aber ich habe das hier so neigehängt und dann kann man das super toll als Handtasche tragen. Schaut, Entschuldigung, hier sind auch solche Dinge. Also ich finde die total süß. Ich stehe auf so Tasche. Ich bin oft mit Rucksack unterwegs und habe hier Handy, Kleinigkeiten und so drin, damit ich die nicht lange suchen muss. So, BB-Creme haben wir da. So, also, Ladies, fangen wir an. Falls irgendjemand zuguckt, kann er ruhig mal Hallo sagen oder irgendwas schicke. Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ich schon lange nicht mehr live gegangen bin, weil es mir halt nicht gut geht. Ich habe hier auch noch so Tape vom Orthopäde in meine Lieblingsfarbe rosa und türkis. Und Akupunkturnadeln drin, aber es wird besser durch die kranke Gymnastik auch. So, Leute, ich benutze am liebsten wirklich die BB-Creme. Schon Leute deswegen, denn sich das Angebot total lohne, finde ich. Deswegen haben wir es ja auch nochmal bestellt, obwohl ich eine BB-Creme habe. Aber ich nehme zuerst den Primer. Primer und Concealer, weil ich gerne einen guten Untergrund habe. Ihr werdet gleich sehen, warum. Ich vergleiche das gern mit der Leinwand, wo man die Grundierung aufträgt zuerst. Also Primer brauchen wir ganz wenig. Reicht ein Jahr, ja. Ich habe nach einem Jahr einen anderen bestellt. Deswegen ist der noch ganz voll. So, seht ihr das? So. Ich mixe das mit Concealer in Taffeta. Das habe ich in der Liquid Foundation. Also im Winter nehme ich hellere Concealer, weil ich bemerkt habe, man kann da mischen, die Farbe heller oder dunkel machen, so ein kleiner Kleck. Mit dem Pinsel trage ich das auf. So, wie das ist richtig vermischt habe. Bin einfach ein bisschen, sieht man jetzt nicht gescheit. Was machst du nochmal? Bin heute ein bisschen sehr aufgeregt. Wenn irgendjemand Fragen hat, ihr wisst, ihr könnt das Video teilen, vervielfältigen, liken. Liken ist am besten.
Ah, jetzt habe ich auch noch die falsche. Oh, Leute. Entschuldigung. So, auf ein neues. Ein anderer Pinsel. Jetzt habe ich auch noch den falschen Concealer benutzt. Also Primer finde ich sehr. Das ist der Concealer. Ja, wenn man so alt ist wie ich, wird man halt schon ein bisschen altersweitsichtig. Wieder irgendein Handtuch? Natürlich nicht, obwohl ich dachte, ich wäre auf alles vorbereitet. Also, der kleine Klecks. Hätte ich früher, habe ich gedacht, doch was, da Unterlage und das Make-up braucht man nicht, brauchen wir schon. Hält das Make-up länger und sieht wirklich besser aus. So, Leute, jetzt. Wie was mal lange probiert, wird endlich gut oder irgendwie sowas. Das mal jetzt so. So, Punkte, Leute, ich hoffe, dass das Licht gut ist. Hier ist ein bisschen, hier kommt erst nachmittags die Sonne, aber ist halt mein Arbeitsplatz. Schön einarbeitet. Hier hinter mein Laptop als mobiler Hotspot. Weil hier manchmal das Netz weggeht, das WLAN. So. Jetzt ist natürlich. So, lieber doch mal geschwind was. So, Handtuch, das ist meine. Obwohl, geht auch so. So. Okay. So, jetzt müssen wir das 5 Minuten einziehen lassen. Das ist wirklich wichtig. Und das machen wir auch. Währenddessen. Ein Fußkrampf. Während. Dessen machen wir der Auge Primer drauf. So, auf die Uhr gucke. 10 nach 12. Sei gewirkt. Also nicht zu viel. Wirklich ganz wenig, ihr seht ja. Seht ihr schon irgendwie einen Unterschied vom Concealer? Ich finde, manche hängen nur der Concealer dran. Also das kann man auch machen, benutzen. Bla bla bla. Guckt jemand? Nee. Aber ich bin noch live. Nicht, dass ich denke, ich bin live. Und dann bin ich gar nicht mehr live. Ich bin heute, würde ich gern, habe ich gedacht, weil ich blau anzogen bin. Den blaue. Deep and Raw. Wo habe ich jetzt den anderen? Also 3 Stück habe ich. Der war im Defend Innocence Angebot. Der ist Silber. Grau, sage die eher. Ja, Grau. Grau steht drin. Denn, jetzt bellt der Hund. Muss leider jetzt bellen. Ich hoffe jetzt nicht, dass Post kommt. Das ist der blaue. Kann man auch nichts machen. Und der schwarze. Den schwarz habe ich jetzt in letzter Zeit immer gehabt. Also habe ich mich heute entschieden. Blau gekleidet. Für blau. Splash habe ich 10 Stück. Ich habe es vorhin zählt. Aber ihr dürft, ihr könnt auch bei Steals and Deals gucken. Da sind jetzt mehrere Splash-Hälfte vom Preis. Dieser zum Beispiel, Stubborn, das ist knallrot. Liebe ich, hätte ich nicht. Wenn mir das jemand gesagt hätte vor 2 Jahren, dass ich mal knallrote Lippenstift trage, hätte ich gedacht, nee, hat wohl Rat ab, der das behauptet. So, jetzt muss man halt das Hundegebell, ich hoffe, das. Ich habe heute eher gedacht an Sublime oder Stellar. Das sind so Nude-Farbe. Schaut mal, ist das nicht eine Pracht? Oh, ich liebe das, weil. Halt, lang haltbar, kussfest, super, echt sublim. Ja, hier, sumptuos,
ich auch noch Metallic Stellar. Die habe ich hier alle drin in der Schublade. Okay, die zwei. Erst habe ich gedacht, sehr fast gleich aus. Das sind so Nude-Farbe. Ich liebe die. Ich habe am Anfang gedacht, die waren total schnell immer ausverkauft. Denke ich, sag mal, die so verrückt da drauf. Das ist Stellar. Ist einfach unauffällig. Ich finde, wenn man das Auge so auffällig macht, also tagsüber, wenn ich weggehe, mache ich alles auffällig glitzern. Wenn man das Auge so auffällig macht, dann mache ich die Lippe eher unauffällig. Das ist sublim, der ist hell. Und da habe ich neulich auch einen tollen Trick gesehen. Zeige ich euch noch einmal mit dem Kajalstift. Die Umrandung. So, jetzt schauen wir mal auf die Uhr. Entschuldigung, wenn ich mit der kratze. Aber das sind die Tape-Bänder. Muss ich erst am Samstag runter machen. So, jetzt nehmen wir die BB Flawless in der Farbe. Wieso steht es da nicht drauf? Biske. Also, das ist sowieso mein Lieblingsprodukt. Ich habe ja da auch mitgemacht beim Wettbewerb und was gewonnen. Ich stehe da so drauf, weil meine Haut sich abends total nicht gesättigt, aber die fühlt sich, die gibt richtig Feuchtigkeit, die Creme. Also ich liebe das. Ich liebe auch die anderen Make-up-Produkte, aber ich habe gemerkt, dass die setzt sich nicht in die Falte ab und nichts. Also ich habe auch schon, manche sind auch, wo die Haut austrocknet. Wenn ich das Puder-Make-up, das ist total super, liebe ich im Sommer, aber es trocknet eher aus. Seht ihr? So sieht das aus. Ah, ich kann mich auch im Handy schminken. So. Ich habe mal jetzt die BB-Creme auch mal in dem helleren Ton bestellt. Also, wo ich das Geschenk gekriegt habe, durfte ich es aussuchen. Ich dachte, für den Winter vielleicht ist eine hellere besser, obwohl ich, die heißt ja auch Flawless, heißt faltelos. Schön einarbeite. Und die spendet Feuchtigkeit und pflegt, wie gesagt. Also, die werde ich mir immer wiederholen. So. So. Haben wir die weg. Zwei Pinsel auch. Jetzt mache ich mein Lieblingsrouge Serene. Wie ihr wisst. Nur zack, zack. Die Produkte sind sowas von ergiebig. Hautunreinheiten. Noch mal ein bisschen Rouge drauf. Sind halt so Sachen, wo schief gehen oder wo man halt aufgeregt ist. Einfach so. Also das mit dem Arm war wirklich die Härte. Dann natürlich in meinem Alter, 53, sofort der EKG gemacht wurde, ob es kein Herzinfarkt ist. Zum Glück war da nichts. Ich habe das schon öfters gehabt, aber ist halt immer wieder weggegangen. Ja. Ich habe da den Sculpting Stick. Das nehme ich als Abdeckstift. Ja. Sehr nervös. Ich hoffe, ihr seht mir das nach. Ich bin halt kein Profi. Aber das Beste kommt ja noch, der Lidstrich.
So. Also, weil das heute ja auch ein bisschen länger dauert. Ich habe zu viel Geduld, wenn überhaupt jemand zuguckt. Augebraue-Palette ist auch was, wo ich jetzt total lieb. So, jetzt machen wir mal Augebraue, damit die ein bisschen ruhiger wird. Das gehört zwar nicht zum Triple-Sissel, aber Pinsel, habt ihr schon gesehen, der war da dabei bei dem Angebot. Also das hätte ich nie gedacht, ehrlich gesagt, wie man dachte, so ein Quatsch, das brauche ich nicht. Aber ihr seht ja jetzt ohne. Jetzt habe ich schon angefangen. Kleine Strichle. Und es beruhigt auch. Bei uns so Volksfest, da geht mein Sohn heute mit der Schule hin. Also dort, wo die Schule ist. Sind die unterwegs? Übrigens bin ich neulich gefragt worden von der Krankengymnastin, ob ich nicht von hier wäre. Sag ich, wieso? Ich bin hier geboren, im Ort, in Barnsbach. Oh, sie sprechen beinahe Hochdeutsch. Oh. Ja, das finde ich gut, weil wir haben hier schon Dialekt in Hohenlohe. Und ich will ja auch, dass mich andere Menschen verstehen. Nicht nur Aborigines. Ich fühle da halt. Mach's nicht so arg, seht ihr schon? Schon ein Unterschied, gell? Nehme dieses Zwirbelding vom Augebrauenstift. Zwirbel das ein bisschen hin. So, und jetzt mal nur. Wieder das, wie sagt man da, Gel. Ich habe auch so lange Augebraue Haare. Echt. Bisschen merkwürdig. Ach gut, jetzt habe ich keine Umrandung gemacht, aber. Müsst mir heute einiges nachsehen, weil ich einfach weil ich das einfach schon lange kein Live mehr gemacht habe, merkt es dann aber, es ist halt auch so wichtig. Jetzt geht's los. So, als erstes mache ich mir immer hier so einen Waiselidstrich. Also das heißt, das Auge soll heute nicht mit Lidschatten, aber also nicht so auffällig, aber mit Kajal und Lidstrich. Sodele. Sodele, das ist so ein typisch schwäbischer Ausdruck. Jetzt habe ich mir verkehrt rum Kurbel gehalten. Also Leute, so blau ist der. Ist eigentlich limitiert, aber es gibt ihn immer noch. Ich habe mir natürlich dann sofort zwei gekauft, weil Blau meine Lieblingsfarbe ist. Was ist denn da ein Fussel? Meine Augen sind manchmal so angeschwollen. Und ich habe gelesen, dass das auch sein kann, wenn man zu viel Pflegeprodukte, Augencreme oder so drauf macht. Also das ist wirklich eine Sisyphusarbeit. Ich mache das auch in mehrere Schritte. Erst ein kleiner, ein dünner Rand. Und dann ist natürlich schlecht, wenn man zittert. Wing it, Baby. Tolle Lidstrich. Meine Nichte hätte mir das beibringen müssen, wie das geht. Ich weiß, ich liebe halt auch so alte Filme.
Sophia Loren und so. Und die haben das ja immer gehabt, oder fand ich das total super. Also der ist ganz flüssig, lässt sich aber gut auftragen. Der Hund. Also halt draußen bleibe ich jetzt. Jetzt kann ich nicht den Hund holen. Entschuldigung, wenn ich mich umgucke, wer das da irgendwie. Postpaket. Lasst euch nicht irritieren. Seht ihr? Verbesserungsarbeit machen wir noch. Man muss, also bitte passt auf, das passiert mir immer wieder, so auch jetzt, dass mir auf die Wimpern tropft und dann klebe die zusammen. Dummerweise. Oh, ist da was ich schon wieder vergessen habe? Ah, nee, ey. Mit der Wimpernzange. Liegt da, machen wir es hinterher. Electric Blue heißt das. Polarized, also ich liebe dieses, weil man mit einem kleinen Mittel, nur so einem Lidstrich. Also ich finde, es sieht toll aus. Haben auch schon viele Leute gesagt. Wenn unser Grundstück einzäunt, kann der Hund also draußen rumrasen. Und Bälle, wie ihr hört. Also mit diesem Angebot kann man echt eine tolle Look machen. Wimperntusche hat man sowieso daheim. Denke ich mal. Schmink, begeisterte Frau schon. Also das mit dem Lidstrich ist Übung. Einfach Übung. Ich tue da auch immer dann zum Schluss noch rum. Mit einem Wattestäbler rumpuzzeln, dass das gleich ist. Wenn man da hinten im Spiegel gucke. Da ist der Nebel gemalt. Video kann man auch nennen. Mittags Schminkschule mit Iris. Also wie gesagt, ich kann das immer nur sagen. Ich habe mich früher ganz selten geschminkt. So ein schwarzer Lidstrich habe ich gemacht. Und Wimperntusche. Aber sonst Lidschatten und so, das war mir alles zu doof. Und jetzt bin ich so verrückt. Jetzt schminke ich mich so gern. Seht ihr, dass ich das da verwischt? Also, man kann das mit so Wattestäben. Ja. Vor für Effekt. So, ich da was mal vergessen, Highlighter, aber das machen wir hinterher. So, jetzt wollte ich aber, damit es heute besonders knallt, Spitzer, wo bist du? Weg, nein, jetzt mal. Mit Polar. Wisst ihr ja? Polar, mein Lieblingskajal, den es nicht mehr gibt.
Also diesen Strich mache ich unter der Wasserlinie. Wenn man den direkt macht, so hat man es früher gemacht, dann das war die Post, aber da hat noch was reingeworfen. So, jetzt nehmen wir die weltbeste Mascara. Leute, ich habe so Herzklopfen und irgendwie, wenn das. Die wasserfeste ist auch weltbeste, aber ich möchte die normale Epic Wimpernbiege. Also ich. Nee, das gibt's nicht, oder? Hier ist sie. Die normale Epic nehmen wir heute. Die wasserfeste ist auch ganz toll, aber die normale. Und ich sag's euch, das ist für mich ist das die beste Mascara, die es gibt. Und ich bin 53. Ihr habt wirklich, ihr könnt mir glaube viele probiert. Auch für den Preis. Big, big, big. So. Jetzt geht mal der Hund langsam selber auf die. Auf den Wecker. Nicht auf. Ja, auf den Wecker. Ah, ha. Jetzt machen wir noch den Highlighter hier oben ein bisschen. Also das zwei sind Highlighter, so cremig. Da mache ich eine Begrenzungslinie. Seht ihr, dass die Kontur kann man auch mit dem weißen Kajal. Ich hoffe, dass auch der Pinsel richtig ist für sowas, aber ich probiere halt aus. Bin Autodidakt. Learning by doing. Mal auch gucken bei, also ich bin Brilleträger. Ist das auch, finde ich. Man sollte da auch, habe ich neulich gelesen, schimmernde helle Lidschatten tragen. Wie ich es mache, auch so. So, sind wir ja schon mal. Jetzt kommt die super Mascara. Ist super. Ehrlich, übertreibe ich nicht. Ich werde nie wieder eine andere benutzen. Die wasserfeste ist auch toll. Ich hoffe. Habt ihr mein Video gesehen, der Wassertest? Unglaublich. Ich mache das immer hier ein bisschen so, damit nicht so viel auf dem Bürstle ist. Auf der Bürste. Nicht auf dem Bürstle. So. Wimperntusche Teil 1. Auge 1. Neulich ein Video guckt, da hat eine gesagt, sie macht beim zweiten Mal nicht von der Wurzel der Wimpern, sondern dann nur noch die Spitze, weil die sonst zusammenkleben würde. Ich dachte, ja, vielleicht ist das ganz schlau. Finde es halt so blöd mit meine diesen Schlupflidern vom Alter hervorgerufen. Nervt. Nervt echt. Man sieht ja fast Lidschatten und so nicht. Und dann, ja, wenn ich das Auge zumache, aber. Ihr seht schon den Unterschied zu vorher, hoffe ich doch.
Also ich liebe Splash, BB-Creme und die Mas Epic Mascara. Die 3D hat mich am Anfang auch total geflasht, aber die Epic ist einfach der Knaller, ohne irgendwelche Fasern, ohne dieses vorher auftrage, das und so. Also die beste, meiner Meinung nach, die beste Mascara. Weil das jetzt hier ein bisschen so arg schwul ist, sehe ich jetzt hier nicht, aber ich von unten, dass man da noch ein wenig rummalen könnte, aber schließlich ist das nicht wichtig. Leute, ich bin froh, dass wir uns mal wieder live sehen. Krankheit ist nichts für mich. Also das war echt so, dass ich mich manchmal dann hinlegen musste, wenn der Arm so arg geschmerzt hat. Also dann eben gemalt. Also gar nicht gut, aber die kranke Gymnastik und so Triggerbehandlung kriege ich, das schlägt super an. So, Wimpernräche. Also meines Erachtens, das kostet 3 Euro oder was? Sehr gut, weil Metallzinke. So Plastikdinger da, die. Muss ich aber dann noch ein bisschen. Seht ihr überhaupt was? Heute. Ich kranke Gymnastik. Sehr schön. Alles tut total gut. Kann man nur empfehlen, wenn jemand Bekanntes zuguckt in Braunsbach. Tolle Praxis. Sehr nett. Sehr fähig auch. Schafft schnell Erleichterung. Ich habe neulich in so einer Werbegruppe mein Live-Video postet. Mit der Augenbrauenpalette. Dann hat so ein Typ drunter geschrieben, wie soll man eine Burka über den Kopf ziehen. Unglaublich, gell? Also. So, dann wollte ich dem Typen Antwort geben, hat er mich blockiert. Ganz toll. Dann habe ich blockiert. Und jetzt kann er nichts mehr dazu sagen. Das ist schon unglaublich. Aber so Hater. Ach Leute, Stellar oder Sublime, was meint ihr? Stellar? Nehmen wir mal Stellar. Blieben. Sehr hell. Jetzt der Clou. Ein Kajalstift. Prim. Braun. Ist alles noch in meine Augenbraue. Gut. Braun. Als Lip Liner. Entschuldigung, ich unterbreche dauernd, aber ich kenne das nur von Unique. Kajalstifte als Lip Liner, Lip Liner als Kajalstifte, Lidschatten als Lippenstift und also super echt. Wie gesagt, wenn jemand in mein Team möchte, seht ihr? Braun. So, jetzt Splash. Splash-Lippenstift ist wichtig, dünn aufzutragen. Man kann, wie bei alle Produkte von Unique, seht ihr, das ist so gebogen, gekrümmt, kann man aufbauen. Also das habe ich gelernt, seit ich das mache, Unique, immer mit wenig anfangen. Nicht viel hilft viel. So. Und trocknen lassen. Das habe ich ja schon erzählt mit ihrer Freundin.
wo immer wieder frisch auf Trage hat und dann geknutscht. Und dann war sein ganzes Gesicht. Es war nämlich super knallrot. So, meine Lieben, seht, zack, zack, heute mal blau mit Stellar. Ach, Setting Spray. Touch Behold Setting Spray. Wirklich total geil. Drauf sprühe, das denke ich, ist alles zu spät. Aber nur so hält es richtig. So, also. Primeliner sieht. Okay. So, meine Lieben, dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Iris ist wieder da. Von Unique bei Iris. Sehe aus, egal. Ich wünsche euch noch einen tollen Tag bei dem tollen Wetter. Das ist wie wenn der Sommer noch nicht beendet ist. So, seht ihr, und das trocknet jetzt weg. So, ich hoffe, ich konnte euch interessieren für das Angebot. Und vielleicht guckt ihr die eine oder andere mal auf meine Webseite, da kann man Angebote sehen, den Katalog angucken, alles Mögliche. Tut euch keinen Zwang an und ansonsten wünsche ich euch noch eine tolle Woche. Hier war wieder die Iris Riedel von Unique by Iris. Bis dann, tschüss.